Was ist dein Lieblingsfach hier? Mein Lieblingsfach ist Herausforderung. Also wir, also das ist ja, das, wir machen ja 3 Wochen im Jahr Herausforderung und das ist, finde ich, das Coolste, weil man auf sich alleine gestellt ist, man hat 150 €, man muss in der Gruppe klarkommen und man hat eine richtige Herausforderung, die man machen muss und das finde ich, da lernt man am meisten und da habe ich in den an den 3 Herausforderungen, die ich hier hatte, mehr gelernt als in 10 Jahren, die ich in der Schule bin. Ganz grundsätzlich gehe ich gern zur Schule und bin morgens eigentlich immer gut gelaunt und ja. Und woran liegt das? Ich denke einfach an den Unterricht, den wir haben und daran, wie die Lehrer auf uns eingehen und wie wir uns hier selbst einbringen können. Wir haben ja sehr viel Selbstmitbestimmungsrecht. Wie sieht das aus? Also wie könnt ihr euch einbringen? Überall. Wir haben Lernbüros, in denen wir halt einfach jeden Morgen entscheiden wir uns, ob wir in Deutsch, Mathe, Englisch oder NG, Natur und Gesellschaft gehen. Da haben wir dann das Fach, also das Thema, was wir gerade bearbeiten. Und auch sonst jedem irgendwie, wir können uns überall einbringen. Im Klassenrat besprechen wir die Themen, die wir diskutieren wollen. Da ist der Lehrer dem Schüler gleichgestellt, muss sich auch melden. Die Stimme zählt nicht mehr, was auch immer ganz cool ist. Wir können Projektunterricht, können wir selber Themen wählen, zu denen wir arbeiten wollen und auch die Art, wie wir arbeiten wollen. Momentan machen wir unsere Leidenschaften. Ja, wir können uns hier überall einbringen und überall den Unterricht mitbestimmen. Wie ihr macht eure Leidenschaften, also das, was euch interessiert? Mhm, wir haben jetzt gerade so, wir sollten so Mindmap unsere Leidenschaften und darüber einen Vortrag halten. Und ist das spannend? Ja, es hat Spaß gemacht. Wir haben gestern 6 Vorträge gehört und selbst gehalten, habe ich meinen. Es war cool, ja. Naja, so die Standardprüfungen sowie Abitur und MSA gibt es eigentlich in jeder Schule. Nur was uns eigentlich an der Schule unterscheidet, ist, dass wir natürlich, wir müssen genau dasselbe lernen wie alle anderen Schulen. Wir müssen Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften und was es noch alles gibt, lernen. Aber vor allem in unserer Schule, finde ich, lernen wir fürs Leben. Deswegen ist halt diese Schule so gut. Wir kriegen auch keine Zeugnisse mit Noten. Wir kriegen Lernberichte, in denen ganz genau aufgeschrieben ist, was wir jetzt gut gemacht haben, was schlecht gelaufen ist. Und ich meine, wenn man diese Möglichkeit hat, da sieht, wenn man sich so einen Lernbericht, ist echt detailliert, 3 Seiten kleingeschrieben, wenn man sich das mal durchliest, weiß man viel mehr über einen Menschen, als wenn man sich sein Notenzeugnis anguckt. Also denke ich mal zum Beispiel, theoretisch müsste man Noten abschaffen, bin ich der Meinung. Und einfach immer diese Lernberichte hinkriegen. Ist natürlich viel mehr Arbeit für die Lehrer, aber das müssen die dann halt machen. Also wo nimmst du denn deine Motivation her, was zu lernen, wenn du keinen Druck von oben kriegst? Warum lernst du dann überhaupt? Naja, es macht mir ja Spaß irgendwie, weil die Themen sind interessant und wie das mit den Bausteinen so aufgestellt ist, das finde ich toll. Natürlich gibt es auch ganz oft Themen, die ich dann nicht so mag oder wo ich dann denke, oh nee, jetzt schon wieder in Englisch gehen oder schon wieder in Deutsch oder schon wieder in Mathe oder so. Und dann habe ich ja zum Beispiel meinen Tutor, der unterstützt mich dann dabei und sagt, ja, vielleicht machst du es nochmal in der Studierzeit oder übst es nochmal mit einem 10er-Klässler. Die machen das als BV, da kommen die immer zu uns in die Studierzeit und können uns da helfen. Und das ist dann eigentlich auch die Aufgabe des Tutors, dass er uns dabei so unterstützt. Wir bearbeiten unseren Baustein, sind fertig, geben unser Heft ab und dann sagen wir, okay, ich bin bereit für den Test, heute schreibe ich meinen Test. Nicht die Lehrer sagen uns, wann wir bereit zu sein haben, sondern wir sagen, wann wir denken, selbst bereit zu sein. Also wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens in der Schule, da finde ich auch, dann sollte die Schule uns angepasst sein, weil wir sind maximal für 13 Jahre in der Schule, wenn nicht sogar noch länger. Und dann finde ich wirklich, dass einem das auch Spaß machen soll. Wir verbringen täglich ewig in der Schule. Und das ist dann die Umgebung, wo man mit seinen Freunden ist. Und wenn man dann den ganzen Tag da sitzt und etwas macht, was man gar nicht machen möchte, dann deprimiert einen das auch. Und dann verliert man auch den Spaß dran. Und das ist ja auch nicht gut, wenn man die Hälfte des Tages etwas macht, worauf man eigentlich gar keine Lust hat. Aber das ist doch im Beruf auch bei vielen Leuten so. Dann haben Sie den Beruf falsch gewählt. Was ist Sprachbotschafter? Da gehen wir an Grundschulen mit großem Migrationsanteil und sind dort in ersten, zweiten, dritten Klassen und arbeiten dort mit den Kindern oder bieten AGs an, helfen im Unterricht, entlasten die Lehrer. Und zum Beispiel, wenn man sowas einbringt, da sehen die Lehrer dann meistens erst, wie was in uns steckt. Also natürlich ist nicht jeder jetzt ein Mathe-Genie oder ein Deutsch-Genie, aber hat andere Fähigkeiten, die einen echt weit bringen können. Und wenn man sowas einbringt in Unterricht, wie es hier gemacht ist, sehen die Lehrer ziemlich schnell, was in uns steckt. Und ich meine, wenn man diesen Kompromiss aus Schule und außerschulischem, bei uns Herausforderungen, Verantwortung sind alles Schulfächer bei uns, wenn man sowas mischen kann,
dann geht man den Kompromiss an, dass natürlich man arbeitet normal in der Schule, aber hat zum Ausgleich dann auch gleich diese Fächer, die wirklich Spaß machen. Eigentlich kann man hier individuell alle Fächer machen, die man will. Es gibt so viele Werkstätten, die sozusagen eigentlich auch Fächer sind. Es gibt Skateboardbauen, eine Werkstatt, es gibt Theaterspielen, es gibt Handarbeiten, es gibt alles. Ist ja auch so, wir haben auch Auszeichnungen, indem wir sagen, wen wir als Leistungsbesten, Leistungsaufsteiger, Sozialsten und sozialen Aufsteiger sehen. Da bestimmt immer die Klasse, wen wir denken, wer zum Beispiel jetzt sozial ist. Und so bringen wir halt auch dem Lehrer gleich unsere Meinungen mit ein, wer wie sich verhält. Also wenn die Lehrer hier zu uns in die Schule kommen, dann sind sie erstmal so, oh, ist ja toll, irgendwie. Und dann kommen irgendwann so die Zweifel. Das wirklich funktioniert, ob das nicht hier alles nur so dargestellt wird, als wäre das total toll und das würde sich nicht durchsetzen und ich weiß nicht, wieso die das denken. Ich glaube, das ist einfach nicht ausprobiert, nicht erlebt, ja, nicht die Erfahrung gemacht. Weil es ist ja nicht der einzige richtige Weg, wenn man dann Schule durchpauken, studieren, arbeiten, das ist ja nicht alles. Also man muss ja auch irgendwie sein Leben, Familie und alles später managen können. Und sowas lernen wir hier sehr viel. Und wenn man Lehrern klar macht, dass Lernen nicht nur schulisch, Mathe, Deutsch, Englisch ist, sondern auch fürs Leben lernen, dann müssen sie ja eigentlich verstehen, dass wir Schüler das auch wollen. Ich meine, niemand möchte später dann irgendwie total überfordert vorm Leben stehen. Eigentlich glaube ich, dass wir ein Anfang sind, in gerade auch Berlin, aber überall eine Schule zu verändern und vielleicht ein Programm ganz umzustellen und dann, dass sich vielleicht auch irgendwann die Universitäten ändern, dass man das anders macht. Und ich glaube, das können wir auch schaffen mit unserer Schule.